Update: Neuer Zeuge im Fall Stephen Avery. Von Jessica Kröll vom 14.04.2021. Kommt es jetzt zu einer Wende im Fall Stephen Avery? Der durch die Netflix-Doku Making a Murderer bekannt gewordene US-Amerikaner sitzt seit 2007 eine lebenslange Freiheitsstrafe für den Mord an Theresa Halbach ab. Jetzt gibt es offenbar einen neuen Zeugen. Die Netflix-Serie Making a Murderer fesselte im Jahr 2015 Millionen Zuschauer an die Bildschirme. Die True-Crime-Dokumentation über den US-Amerikaner Stephen Avery, der zunächst durch eine Justizpanne 18 Jahre lang unschuldig hinter Gittern saß und schließlich wegen Vergewaltigung und Mordes an der 25-jährigen Theresa Halbach zusammen mit seinem 16-jährigen lernbehinderten Neffen Brandon Dassey zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde, sorgte für heftige Diskussionen. In der zweiten Staffel, die 3 Jahre später ausgestrahlt wurde, konnten die Zuschauer der Anwältin Kathleen Zellner dabei zusehen, wie sie versuchte zu beweisen, dass Stephen Avery zu Unrecht im Gefängnis sitzt, weil Beweise angeblich fingiert wurden. Zudem strebte sie auch einen neuen Prozess für Dassey an, der jedoch sogar vom obersten Gerichtshof abgelehnt wurde. Anwältin von Stephen Avery präsentiert 9 Zeugen. Wieder 3 Jahre später gibt es offenbar Neuigkeiten in dem Fall. Es gebe einen neuen Zeugen, so Zellner. Es gehen Hinweise auf die Identität der zweiten Person ein. Langer Bart, 1,80 Meter, große Statur, schreibt sie auf Twitter. Nachdem sie zuvor in einem anderen Tweet ankündigte, morgen werden sie herausfinden, wer wirklich Theresa Halbachs Auto auf dem Avery-Schrottplatz platziert hat. Aus einem neuen Gerichtsdokument, das die Anwältin bei Gericht eingereicht hat, um den Fall neu aufzurollen, geht hervor, dass ein Zeitungsausträger nur wenige Tage nach Theresa Halbachs Verschwinden Bobby Dassey, Averys Neffe und Brandon Dasseys Bruder sowie einen nicht identifizierten Mann zwischen Mitte 50 und Mitte 60 mit einem langen grauen Bart in den frühen Morgenstunden des 5. November 2005 einen Toyota RAV4 um das Avery-Grundstück schieben sah. Den Wagen von Theresa Halbach. Der Zeuge hatte sich, nachdem er von dem Mordfall gehört hatte, an die Polizei gewandt. Dort habe man ihm jedoch gesagt, man wüsste bereits, wer die Tat begangen hat. Bobby Dassey hatte damals vor Gericht ausgesagt, dass er gesehen hatte, wie Halbach zu Stephen Avery in den Trailer gegangen war, nachdem sie Fotos von dessen Auto gemacht hatte, das der Schrotthändler verkaufen wollte. Der damalige Bezirksstaatsanwalt Ken Kratz hatte im Gerichtssaal vor der Aussage von Dassey verkündet, Sie werden hören, dass Bobby Dassey die letzte Person war, der Theresa Halbach lebend gesehen hat. Making a Murderer. Anwältin beschuldigt Dassey und Tadich. Nun also wird Dassey selbst belastet. Dem US-Nachrichtenmagazin Newsweek teilte die Anwältin mit, dieser Zeuge liefert den bisher wichtigsten Beweis in diesem Fall. Er diskreditiert nicht nur den Kronzeugen des Staates, er bringt diese Person auch mit dem Mord in Verbindung. Die Polizei hat seinen Hinweis ignoriert. Stephen wäre nicht verurteilt worden, wenn dieser Beweis bekannt gewesen wäre. Zellners Haupttheorie besagt, dass Bobby Dassey und dessen Stiefvater Scott Tadich, der Ehemann von Brandon Dasseys Mutter, für den Mord an Halbach verantwortlich gewesen sein könnten. Halbach fotografierte am 31. Oktober 2005 Autos auf dem Grundstück von Avery, bevor sie verschwand. Das Auto war auf dem Autohof der Familie Avery versteckt und enthielt potenziell viele Beweise dafür, wer die Frau getötet hat. Es wurde Blut im Fahrzeug gefunden, obwohl einige glauben, dass Beweise aus dem Toyota platziert wurden, um Brandon und Avery etwas anzuhängen. Zellner hatte behauptet, dass der RAV4 von einem anderen Ort auf das Avery-Grundstück gebracht worden sein könnte, wenn Halbach auch anderswo getötet wurde. Die Sichtung durch den Zeitungsausträger könnte diese Theorie stützen. Die nächsten Informationen habe ich von digitalspy.com und übersetzt. Die 9 Episoden haben eine Welle neuer Beweise in Stephen Averys Fall eingeleitet, als seine Anwältin nach der Verurteilung, Kathleen Zellner, ihren Weg durch sein Berufungsverfahren fachmännisch planierte. Aber wir sind sicher, dass die Zuschauer Bobby Dassey und seiner Familie viele Fragen stellen werden. Zellner hat das gesetzliche Recht, andere Personen zu erkunden und die Möglichkeit, anderer Schuldiger zu erörtern. Ein Anwalt muss Motive, Möglichkeiten und Beweise vorlegen, die das jeweilige Thema mit dem Verbrechen in Verbindung bringen.
Nachdem Sellner 2016 Averys Fall aufgegriffen hatte, machte sie von Anfang an klar, dass sie den Beweisen und der Wissenschaft folgen würde, wohin sie auch führte. Und es führte sie direkt zu Bobby. Wir wurden ihm zum ersten Mal in Teil 1 der Netflix-Serie vorgestellt. Er wurde als Hauptzeuge in Averys Prozess gerufen und bezeugte den Tatvorgang. Bobby behauptete, er habe gesehen, wie Theresa Halbach auf dem Grundstück von Avery ankam, wo er sie fotografieren sah. Bobby behauptete dann, er habe gesehen, wie Halbach zu Averys Wohnwagen hinübergegangen sei und er habe nicht gesehen, wie sie das Grundstück wieder verließ. Sellner hat jetzt behauptet, er habe nun gelogen und Averys Anwalt hat eine eidesstattliche Erklärung eines anderen Zeugen, der die Vision der Ereignisse untergräbt, die Bobby vor Gericht erzählte. Dieser Zeuge ist kein anderer als Brian Dassey, Bobbys Bruder, und er behauptet, Bobby habe ihm erzählt, dass er tatsächlich gesehen hätte, wie Theresa Averys Schrottplatz verlassen habe, nachdem sie ihren Fotografenjob beendet hatte. Ich erinnere mich genau, wie Bobby mir sagte, Stephen hätte sie nicht töten können, weil ich gesehen habe, wie sie das Anwesen am 31. Oktober 2005 verlassen hat, heißt es in der Erklärung. Brian hat dies seit 2005 konsequent gesagt, als Theresa vermisst wurde, aber weder die Staatsanwaltschaft noch die Verteidigung riefen ihn an, um bei Averys Prozess auszusagen. Man könnte also denken, dass diese Beweise allein den Verdacht auf Bobby rechtfertigen, aber es sollte noch viel, viel spannender werden. In der 8. Folge enthüllte Sellner, dass ihr Anwaltsteam Zugriff auf Beweise von der Festplatte von Bobbys Computer hätten. Sie interviewten ihn erneut und ihre Ermittler sagten, dass Dassey unglaublich verunsichert gewesen sei, als sie erwähnten, dass sie Beweise zur Gewaltbereitschaft aus seinem Computer gefunden hätten. Allerdings, das sind nicht gerade neue Informationen. Die Polizei hatte einen Durchsuchungsbefehl und beschlagnahmte den Computer bereits 2006. Der leitende Ermittler Tom Fassbender übergab ihn zur forensischen Untersuchung an Detective Mike Veeley. Die Unterlagen aus den Ergebnissen dieser Tests wurden in Teil 2 des Dokumentarfilms geteilt und enthielten detaillierte Informationen zu den verstörenden und gewalttätigen pornografischen Bildern und zum Suchverlauf. Diese belastenden Informationen wurden nicht an Averys Verteidigungsteam weitergegeben. Stattdessen scheint es, dass die Staatsanwaltschaft Ken Kratz einige Anstrengungen unternommen hat, um es zu verstecken. Fassbender erklärte die Beweise als gefälscht, obwohl er noch nie eine Kopie einer CD in der Hand hatte. Der Bericht hätte die Verteidigung in Averys Prozess erheblich unterstützt und ihnen die Möglichkeit geboten, den Starzeugen der Staatsanwaltschaft zu diskreditieren und gleichzeitig einen Verdächtigen zur Verfügung zu stellen. Angesichts dieser Beweise haben viele gefragt, ob Bobby Dassey wegen des Inhalts des Computers verhaftet oder inhaftiert wurde. Als Antwort auf Twitter hat Sellner bestätigt, dass, zum Zeitpunkt des Schreibens, keine rechtlichen Schritte unternommen wurden. Auf die Frage, ob Bobby selbst ein Verbrechen begangen habe, indem er den fraglichen Inhalt angesehen oder heruntergeladen habe, sagte der Anwalt, ich habe keinerlei Beweise dafür, dass dies von den Strafverfolgungsbehörden oder der Staatsanwaltschaft gemeldet wurde. Es ist an dieser Stelle erwähnenswert, dass sich der Dassey-Computer im Haus der Familie befand, obwohl Sellner argumentiert, dass wir an den Daten, die wir in unseren Unterlagen isoliert haben, wissen, dass nur Bobby Dassey zu Hause war. Bei dem Mord an Theresa Halbach im Jahr 2005 wurde er jedoch nie als Verdächtiger behandelt. Neue Informationen über Bobby Dassey gibt es momentan nicht. Stephen Avery und Brandon Dassey befinden sich noch immer in Haft. Wenn ihr mehr Informationen wollt oder helfen möchtet, tritt bei Facebook in einer der Gruppen von beiden bei und macht euch selbst ein Bild. Es ist unfassbar, was da gerade abläuft. Es zieht sich auch über Jahre. Es scheint, als wäre es ein nie endender Kampf. Natürlich sei gesagt, dass das Beileid auch nach etlichen Jahren noch an Theresas Familie geht. Doch sollte man herausfinden, was wirklich geschah und wer nun wirklich der Mörder ist, der nach all den Beweisen und all den Tests, den Stephen über sich ergehen lassen hat, anscheinend noch frei in der Welt herumläuft und jeden Moment wieder zuschlagen könnte. Wenn man einmal einen Mord vertuschen konnte, so kann man es sicher auch ein zweites Mal. Denk mal drüber nach. Ich freue mich über ein Abo und Like das Video und ich bin jetzt auch mit meinem Podcast auf Deezer, Amazon Music und Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören.